Achtung, dieses Video enthält Spoiler von Joker und der Pate. Ey, ich bin so froh, dass Joker endlich auf Blu-ray raus ist, Mann. Wie gesagt, Mann, der ist richtig, richtig gut. Ja, abwarten. Du weißt, ich bin echt nicht zu leicht zu beeindrucken und bin echt skeptisch bei Filmen. Ja, das weiß ich, nachdem wir beide der Pate geguckt haben und du ihn nur einigermaßen gut fandest. Ich meine, wir reden von der Pate. Ich fand ihn halt nicht brutal genug. In einer Szene lag ein abgeschnittener Pferdekopf im Bett. Ach, komm schon, als wenn das jetzt so schlimm ist. Das hatte ich auch schon oft. Lass uns mit dem Film anfangen. Ja, schmeiß an die Orgel. 2 Stunden und 2 Minuten später. Ohne Scheiß, es ist jetzt das dritte Mal, dass ich den gucke, ne? Und ich finde den immer noch so krass. Hm. Und wie fandest? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich den Film am Anfang ganz schön langweilig fand. Hätte zu Beginn ruhig ein bisschen kürzer sein können. Ja, aber was genau willst du denn da weglassen? Keine Ahnung, aber ein bisschen mehr Action am Anfang wäre auch geil gewesen. Eine der ersten Szenen war doch, dass er von mehreren Jugendlichen zusammengedroschen wurde. Ja, trotzdem. Wie fandest du ihn denn nun? Ja, ganz gut. Ganz gut. Ja. Aquaman ist ganz gut. Stromberg, der Film, ist ganz gut. Varions Videos sind ganz gut. Okay, die sind ziemlich beschissen. Ja, ich wollte es nicht sagen. Aber du kannst doch Joker nicht als ganz gut bezeichnen. Jedes Mal, wenn wir einen Film gucken, kriegst du einen Anfall. Ja, weil ich mich freue, dir einen geilen Film zu zeigen und mir einfach mal wünschen würde, dass du ihn auch richtig krass findest, statt einfach nur ganz gut. Ja, soll ich dich anlügen und so tun, als wenn ich den krass fand, oder ja, was? Dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät. Vielleicht solltest du mich von vornherein einfach nicht so hypen. Ach, jetzt ist das meine Schuld, oder was? Eventuell schon. Du hast wohl einen Kofferraum auf, sag mal, gib mir doch nicht die Schuld dafür, dass du keine Ahnung von guten Filmen hast. Ich bin einfach ein bisschen kritischer. Ja, du bist der Filmexperte Number One, habe ich total vergessen. Wie war nochmal deine Kritik zu Avengers Endgame? Es ist dir zu unrealistisch? Dir ist es schon bewusst, dass es in dem Film um Superhelden ging, oder? Ja, und? Ich habe einfach keinen Bock mehr, mit dir Filme zu gucken, ganz ehrlich. In Hooligans hast du in Elijah Wood immer noch Frodo gesehen. Bei Star Wars fandest du es unlogisch, dass die Lichtschwerter nicht durcheinander durchgehen, wie es beim Laser eigentlich üblich wäre. Und bei Harry Potter fandest du, dass Voldemort aussieht wie Hitler, wenn er Haarausfall hätte. Was für Filme würdest du denn als gut bezeichnen? Ja, keine Ahnung, sowas wie Fast and Furious. Okay, das sind echt solide Filme, aber das kannst du doch nicht mit einem richtig starken Film wie Joker vergleichen. Ja, das gefällt mir trotzdem. Was noch? Familie Ritter? Was Familie Ritter? Sowas finde ich gut. Das ist doch kein Film. Ich find's trotzdem lustig. Ich find's eher traurig. So wie die Videos von Varian, oder? Nee, die sind wie gesagt einfach nur beschissen. Das haben wir vorhin schon geklärt. Zählt Dschungelcamp als Film? Nein. Und was ist mit Schwiegertochter gesucht, ist auch kein Film. Ja gut, damit nimmst du mir echt den Wind aus den Ohren. Das war heute auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich mit dir einen Film gucke. Ist mir auch egal. Ich zieh mir jetzt auf jeden Fall noch alleine einen Film und rein. Und was willst du jetzt reinziehen? Ich denk mal Herr der Ringe. Ich weiß nicht, nachdem ich Hooligans geguckt habe, sehe ich in Elijah Wood in Herr der Ringe immer noch den Hooligan statt Frodo. Ja, dafür ist es jetzt ein bisschen zu spät.